Erstmal das Licht ausmachen. Okay. Irgendwelche Schwierigkeiten? Sicher. Sardono ändert den Eingangscode 2-mal täglich. Er schreibt ihn nicht auf, sondern teilt ihn mündlich seinen 3 Offizieren mit. Also schnapp ich mir einen und bringe ihn zum Reden? Nein, geht nicht. Wir dürfen Sardono nicht so in Panik versetzen, dass er seinen Anruf vergisst. Benutze die Haftkamera, um die Unterhaltung mitzuschneiden. Einzelheiten auf dem Offset. Du kannst die Haftkamera benutzen, um den Code herauszufinden. Ja, und wie kriege ich nochmal die Haftkamera? Ah, perfekt. Das hört sich doch schwer nach Abhören an. Fuck. Wie läuft's? Sehr gut. Wir liegen vor dem Zeitplan. Bei was? Dem Produkt. Wir treffen uns heute Abend. Ich möchte die Verteilung der Waffen überprüfen. Ich werde da sein. Gut. Der Code für das Hauptquartier lautet heute 1492. Kannst du dir das merken? 1492. Alles klar. Gut. Am Ende des Dorfes gibt es ein Kolonialgebäude, von dem aus man das Lager überblicken kann. Dort tätigt Sardono seine Pandora Tomorrow-Anrufe. Du musst dort sein, um ihn anzuzapfen. Folge ihm. Kein Problem, aber als erstes schnapp ich mir den. Okay, der ist schon mal tot. Licht aus. Trotzdem ziemlich hell hier. Da hinten ist es schön dunkel. Ja, hier ist gut. Okay. Abwärts. Da ist keiner drin. So kann man sich irren. Halt, warte mal. Nee, okay, keine Minen. Das sah so aus, als könnte da Minen liegen, aber doch nicht. Ist ja Sardono. Mist. Okay, dann gehe ich außen rum. Wir sorgen um unsere Männer. Ich will nicht, dass sie selbst die Ware nehmen. Sicher. Okay, er läuft weiter. 2 Wachen. 1, 2, okay. Oh nein! Die haben einen Hund! Och komm. Mist. Ich muss im Dunkeln sitzen bleiben. Okay. Mal ganz kurz schauen. Hier ist Licht. Da drüben ist Licht. Okay, er geht nachschauen. Das ist schon mal gut. Alle beide abgelenkt. Na dann schaut mal schön. Schnapp ich mir jetzt. Oder auch nicht. Schnell darüber, schnell darüber, schnell darüber. Was immer es war. Hä? Ah, da geht's hoch. Alles klar. Dann eine Etage höher, bitte. Und sucht mich mal schön. Ihr findet mich sowieso nicht. Ah, hier ist alles voll mit Licht. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht. Das wäre ein bisschen unrealistisch, wenn sie mich plötzlich sehen. Hallo, wer ist da? Ah, das war zu laut.
doch da nicht hoch. Blöder Penner. Am liebsten würde ich dir ins Gesicht schießen. Okay, und wo ist jetzt Sardono? Da ist er ja. Ich mache mir Sorgen um die Sicherheit. Wir haben alles im Griff, aber bitte, bleiben Sie in Deckung. Keine Sorge, Ihre Kugeln können mich nicht treffen. Ja, aber... Das Risiko ist es wert. Ich muss unseren Männern Zuversicht einflößen und dem Westen Angst. Hast du die heutigen Nachrichten gesehen? Ich schaue nie Fernsehen. Ja, das ist sehr, sehr schlecht. Wir haben hier ein riesen Lagerfeuer. Ganz toll. Okay, dann versuche ich den erstmal auszuschalten. Gut, erledigt. Und jetzt den. Ja, ja, rauch deine Zigarette. Rauchen kann tödlich sein. Perfekt. Am besten schalte ich auch noch gleich das Licht aus, damit Sardono ihn nicht sieht. Und das war's. Oder ist hier noch einer? Sieht nicht so aus. Der liegt schon im Dunkeln? Nein, nicht wirklich. Aber hier unter, hinterm Auto muss es doch übelst dunkel sein. Nein, auch nicht. Oh, gibt es hier überhaupt eine dunkle Stelle? Ja, hier. Gut. Ja, der liegt eigentlich auch ziemlich im Dunkeln, aber egal. Legen wir zu dem anderen Kollegen hier. So. Weiter geht's. Ah. Es geht also abwärts. Was liegt hier? Dose. Liegt hier noch irgendwo Munition oder sowas? Hab ich irgendwas übersehen? Noch ganz schnell zurückrennen. 46 Schuss. Ja, das sollte eigentlich reichen. Juhu. Nächster Abschnitt. Ich habe Infos für dich von Grimm. Wir werden in ein paar Sekunden den Kontakt verlieren. Vor dir müssen irgendwo Kupferspulen oder Gitter sein. Die Raffinerie ist ein Funkloch. Viel Glück mit dem Piloten. Wir haben keine Verbindung, solange du unter Tage bist. Ich habe nichts gegen ein bisschen Ruhe einzuwenden. Junge, war das gerade knapp. Bäm. Hab ich mich gerade erschrocken. Da kommt er einfach um die Ecke. Dann schnappe ich mir jetzt. Will? Halt's Maul. Und komm mit. Hast du mir irgendwas zu erzählen? Nein? Dann schlaf gut. Heute ist dein Glückstag. Deinen anderen Kollegen habe ich alle einen Headshot verpasst. Ah, da ist noch einer. Melissa, zeigen Sie dich. Jetzt komme ich von oben aber. Nein. Mist. Der kommt. Was zum Teufel? Ja, geh nach dem Licht schauen. Auf Wiedersehen. Hast du irgendwas Feines für mich? Nein. Hast du deine Zigarette fallen lassen? Was ist das hier? Ah, ich würde mal sagen, das ist eine Koksbrauerei. Hier wird Koks hergestellt. Okay, ich glaube, das waren alle. Gehen wir mal schauen. Was hier ist. Nichts. Gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das sind echt viele. Aber ich habe einen Lichtschalter.
sag doch, es ist eine Koksbrauerei. Ja, wie falsch. Normalerweise müssen das nackte Mädchen machen immer. In jedem Gangsterfilm sieht man das. Und hier sind es irgendwelche Anzugträger. Voll übertrieben. Gut, dann probieren wir mal das, was ich jetzt vorhabe. Weil ich schalte jetzt das Licht aus. Beeilung, 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 Beeilung. Ich muss mich ein wenig beeilen. Komm, beeil dich, bevor er das Licht einschaltet. Scheiße, der ist gleich am Licht. Oh, der kommt, der kommt. Ist das Flugzeug in Ordnung? Ja, es ist mehr oder weniger bereit. Los, verliere nicht noch mehr Zeit. Schalter? Fuck! Oh nein! Da ist auch einer. Vier Stück. Na, ganz super. Egal. Schlaf gut. Oh oh. Der Nächste, der schlafen geht. Bist du! Halt deine blöde Klappe. Diesen Ringgeschoss hätte ich mir auch sparen können, echt. Und ihm gleich einen Kopfschuss verpassen. Egal. Ah, hier ist schön dunkel. Perfekt. So. Was ist mit dem? Warum geht der in Deckung? Kein Feind? Oh nein. Und ich hab kein... Na, vielleicht singst du mir Schönes? Ewiger Schmutz? Gott sei Dank, sie sind da. Schmachvoller Rückzug. Ich habe wenig Zeit. Was muss ich wissen? Er heißt Stanley Nakariakov, steht mit dem goldenen Dreieck in Verbindung. Er lebt in Lei Yu Moon, einem Stadtteil von Hongkong. Geben Sie das nicht über Funk weiter. Dieser Teil der Welt besteht aus Ohren. Meine Verschlüsselung ist sicher. Darauf würde ich nicht zählen. Japans ISDF ist aktiver, als man denkt. Woher wissen Sie das? Ich sah, wie zwei andere CIA-Kontakte verschwanden. Woher wissen Sie, dass es der ISDF war? Geld ist allwissend. Der Name ist Stanley Nakariakov. Verstanden? Sicher. Noch einen Rat. Nehmen Sie nicht das Flugzeug. Das ist ja witzig. Was machen Sie hier unten? Das ist der einzige sichere Ort im Lager. Hier unten können Sie mich nicht hören. Von wem sprechen Sie? Dem ISDF? Nein. Die Leute, die das Flugzeug benutzen. Mehr kann ich nicht sagen. Gib mir den Code. Bitte, gehen Sie. Toll. Ich weiß den Code nicht. Ah. 0623. Hä? Warum geht es nicht? Was ist denn jetzt los? Ah. Nochmal. 0? Hä? Oh nö, ein Bug. Oh komm schon.